Topfgucker TV empfiehlt. So, Mahlzeit. Willkommen bei mir in meiner kleinen Hütte, in meiner kleinen Küche. Heute werden wir versuchen, so ziemlich schnell einen konfierten Schweinebauch vom eigenen Bentheimer Schwein zu produzieren. Das heißt also, wir müssten den normalerweise 3 Tage bei 72 Grad garen. Das heißt, ich zeige euch jetzt, wie wir den ungefähr einlegen. Rezept folgt. Dann wird er vakuumiert und im Kombidämpfer mit Missachtung bestraft. Und zwar 3 Tage lang. Dazu wird es geben eine Vitelotte, das ist eine lilane Kartoffel. Die ziehen wir ein bisschen an mit Zwiebeln und Weißwein an, beziehungsweise aufmontieren, Salz, Pfeffer, bisschen Muskat und dazu gibt es ein Rosenkohlpüree. Die Kartoffeln kommen aus der Ecke Delitzsch, der Rosenkohl kommt aus Saarsdorf, das ist direkt bei uns um die Ecke. Und der Schweinebauch, wie erwähnt, ist vom eigenen Bentheimer Schwein. So, Ladies and Gentlemen, Hände haben wir alle gewaschen, ist klar. Und hier ist er. Kleine Scheiße. Normalerweise zum Rohessen geeignet. Ein feines Tier. Das ist nur ein kleiner Knochen. Hat nur jemand schlecht geschlachtet? Das werde ich gewesen sein. So, Ladies and Gentlemen, also wir werden hier jetzt ein wenig Salz-Pfeffer drauf montieren. Das ist ein Salz aus Halle, aus der Saline Halle, also selbst im Salz wird hier radikal regional gearbeitet. Pfeffer tut mir leid, ist Pfeffer kann nur in Bio-Qualität, denn ich kenne bis jetzt noch niemanden, der bei uns in der Ecke Pfeffer anbaut. Also Salz haben wir drauf, dann kommt jetzt noch ein bisschen Pfeffer in Bio. Da mag ich es gerne, wenn der Pfeffer in der Mühle verhältnismäßig grob rauskommt. Ich finde das ganz angenehm, wenn das so fein ist, das weiß ich nicht, gefällt mir nicht. Aber da ich sowieso anders bin als die anderen, ist das schon okay. Das Fett, was hier so an der Seite dran ist, also quasi die Seiten hier, die können ruhig drauf bleiben. Denn das wird sich dann nach dem Konfieren mehr oder weniger lösen. Und wenn der dann in Portionen geschnitten wird, bleibt das übrig, das kann man dann noch auslassen. Und als Schweineschmalz zum Braten benutzen zum Beispiel. Also ich backe zum Beispiel gerne Kuchen oder Soufflé mit Schweineschmalz, total lecker. Hat Oma früher schon so gemacht. Das ist jetzt hier auch nicht regional, es tut mir leid. Das ist ein gerebelter Bio-Majoran. Es darf ruhig ordentlich drauf. Ja. Viele Sachen mal einmassieren, aber so, kleiner Scheiße. Dann gibt es dazu noch gemahlenen Kümmel. Da stehe ich eigentlich auch eher auf ganzen Kümmel. Aber da muss man beim Gast immer ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt Leute, die stehen nicht so auf ganzen Kümmel. Ich esse den so. Ich finde das lecker. Schön Kümmel und Schwein, Kümmel und Majoran, das ist einfach normal. Das muss sein. Schwein, Wild, Kümmel und Majoran. So, jetzt packen wir das mit ein bisschen Olivenöl in einen Vakuumierbeutel. Vakuumierbeutel. Gibt es ganz kostengünstig. Dazu gibt es noch eine Vakuumiermaschine, also wer sich zu Hause ein bisschen mit Kochen auskennt oder gerne kocht, für den sind die 150 Euro für eine Vakuumiermaschine definitiv kein rausgeschmissenes Geld. So, dann packen wir jetzt noch. In meiner Küche liegt immer alles überall rum, das heißt immer Ordnung halten. So. Ein Lorbeerblatt mit rein oder zwei, jetzt waren es 3. Und noch ordentlich Olivenöl. Das Olivenöl ist natürlich auch nicht regional, sondern Bio aus Spanien. Aber was wollen wir machen? So, ja, das ist hier der Kollege. Also der lustige schöne Schweinebauch. Das sind jetzt insgesamt 2,4 Kilo circa. Das bereite ich jetzt natürlich auch noch für mich mit vor, dass ich was zum Verkaufen habe. Das ist natürlich laut. Aber kochen ist nie leise. So, also wer sich so ein Kaso-Teil kaufen will, mal Schleichwerbung. Ich hätte auch gerne einen größeren Vakuumierer, allerdings ist meine Küche so klein, dass ich mir auch nur so ein kleines Teil hier irgendwie hinstellen kann. Rausgeschmissenes Geld ist es auf keinen Fall. Also wenn, gerade für Sous-Vide-Garn und Niedriggartemperaturen, ist das schon eine geile Nummer. Und ich habe das auch mal gesehen, es gibt so Sous-Vide-Apparillos, solche kleinen Gargeräte für zu Hause. Wenn man das alles ein bisschen kleiner macht, ist es auch nicht schlecht und die kosten auch nicht die Welt. Denn nicht jeder hat zu Hause einen Konvektomaten, in dem man 3 Kilo Schweinebauch garen kann, 3 Tage. Aber wir machen das weiter.
Also kommt der Kollege rein. Nichts weiter machen, ist alles gut. Tür zu. Licht an. Gott weiß, was das heißt. Für den Kombidämpfer heißt das, das Ding läuft jetzt permanent durch. Und da packen wir den auf 72 Grad. 72 Grad ist an sich schon eine schöne Temperatur, einfach weil da alle Bakterien absterben. Und unter Volldampf. Feuer frei. Wir sehen uns in 3 Tagen. Für zu Hause empfehle ich, wenn niemand einen Sous-Vide-Garer hat oder einen Kombidämpfer, auf den man mit Dampf und Hitze einstellen kann, einen verhältnismäßig großen Topf nehmen, viel Wasser rein und dann auf der 1 mal einen Tag oder anderthalb Tage einfach mal kochen lassen. Auf der 1 wird kein Wasser verloren gehen, vermute ich. Und wenn nicht, man kann ja immer mal nachgucken und einfach auch über Nacht drin lassen. Das ist eine Art Niedriggartemperatur, aber ob das nun jetzt 80 oder 62 oder 72 Grad sind, das ist am Ende gehuppt wie gesprungen. Wir wollen ja zu Hause nicht päpstlicher sein als der Papst. Alle Gastgeber und Rezepte mit der Topfgucker TV App in deinem Store oder unter www.topfgucker-tv.de.